Damit rechnest du jetzt nicht. In dieser Legung wirst du erfahren, womit du jetzt momentan nicht rechnest. Und die Karten fallen schon raus. Ich habe hier für dich das Ass der Stäbe und die drei der Münzen. Sehr gut. Und ich lege für dich heute die Orakelkarten. Natürlich kommen zum Einsatz, aber auch hauptsächlich das Tarot. Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du zu mir gefunden hast, dass du diese Legung gefunden hast. Und fokussiere dich jetzt auf dich. Und damit rechnest du einfach nicht. Hier ist eine Karte umgedreht. Ha, die werde ich nehmen. Das ist der Page der Stäbe. Das ist auch noch was für dich. Das sind sozusagen die Themenbereiche, ja. Und die sechs der Schwerter. Hier habe ich den Hierophanten und die neun der Münzen. Und hier habe ich etwas Außergewöhnliches, etwas Überraschendes habe ich hier für dich. Und aber auch ein Treffen. Und ja, man könnte auch sagen, mit den ganzen Münzen hier könnte das so aussehen, als würdest du ein bisschen Geld kriegen. Und ich habe hier für dich als allererstes das Ass der Stäbe und die drei der Münzen. Und so wie es aussieht, bekommst du hier eine Möglichkeit, eine Chance. Ziemlich überraschend und plötzlich. Du rechnest damit einfach nicht, ja? Ich habe hier die Stäbe und hier habe ich auch die Stäbe. Also ich habe hier zweimal für dich so einen überraschenden Moment. Du wirst sehr überrascht sein. Es wird eine Überraschung für dich sein. Du rechnest einfach nicht damit, ja? Und ja, das ist eine Möglichkeit, eine Chance, die wird plötzlich auf einmal auftauchen. Das Ganze wird sich sehr schnell entwickeln, aber mit der nötigen Stabilität, denn ich habe hier die drei der Münzen. Also du kannst arbeiten, weiterarbeiten, etwas aufbauen, an etwas weiterbauen, ja. Und bei einigen habe ich hier überraschend einen Vertrag, aber einen lukrativen Vertrag, also ein Vertrag, der sich lohnen wird für dich, der sich bezahlbar machen wird für dich. Da brauche ich aber noch vielleicht noch eine Karte. Eine. Das ist eine Karte. Nein, also ich habe hier für dich die drei, die Kraft, den Teufel und den König der Stäbe. Also wieder etwas, was sehr schnell geht. Du wirst dadurch, dass du diese Chance hier bekommst, ja, diese Chance mit der Stabilität, mit dem Gewinn auch, also mehr haben in irgendeiner Form, mit dem Vertrag, der für dich super ja, ausfallen wird hier. Und da habe ich so, dass du dadurch in deine Stärke kommen wirst, hier mit der Stärke, in deine Stärke kommen wirst, in deine Power, in deine Kraft. Du brauchst das hier einfach gar nicht mehr deswegen, weil ich habe hier, du wirst jemanden den Rücken zukehren, dem König der Stäbe. Also es ist jemand, das muss nicht ein Mann sein, kann auch eine Frau sein, ja. Und du musst nicht unbedingt eine Frau sein, du kannst auch ein Mann sein, das wollte ich nur so sagen. Das sind hier einfach Menschen, ja. Und du wirst hier diesen Menschen, ja, wirst du hier den Rücken zukehren, du brauchst das nicht mehr, du brauchst dir das einfach nicht mehr geben. So ist es hier. Du brauchst es dir nicht mehr geben. Und das ist jemand, der Flausen im Kopf hat. Ja, ich habe hier entweder ist es jemand, der ein feuriges Zeichen ist, ja, oder das könnte jemand sein, der
ja, viele Eisen im Feuer hat. Ja, sagen wir mal so. Weil daneben ist der Teufel. Also das ist jemand, der vielleicht süchtig ist nach irgendetwas. Über die Stränge schlägt ständig. Über das Ziel hinausschießt. Manchmal auch so ein bisschen ja, negativ ist. Das ist nicht jemand, der so rein Herzens ist. Sondern es ist hier jemand, der so ein bisschen... Ja, Dreck am Stecken hat. Das ist wirklich, wurde mir jetzt so gesagt, ist schon, ich finde es schon ganz schön heftig. Naja, das wird ja nicht mit jedem übereinstimmen, aber ich habe hier jemanden, der irgendwie nicht, vielleicht nicht ehrlich mit dem Teufel, ja, keine ehrliche Haut. Will alles schnell, sofort, geht über Leichen. Du bist ihm oder ihr im Grunde genommen egal. Hauptsache, man kriegt das, was man bekommen möchte, ja, von dir. Da ist man lieb, da ist man nett, da tut man alles für dich. Und sobald man das bekommen hat, wer bist du denn eigentlich, ja? So jemanden habe ich. Oder jemand, der einfach lügt. Keine ehrliche Haut, jemand, der irgendwie ja so eine Negativität im Inneren hat, keine gute Kombination, würde ich mal hier sagen. Zu viel Feuer verbrennt alles. Wenn man sich mit auf diesen Menschen einlässt, wenn man mit diesen Menschen irgendwie denn was zu tun hat, man kann sich sehr leicht verbrennen, ja. Und dieser Mensch brennt alle Brücken nieder hinter sich, ja. Also, und diese Menschen, da kehrst du diesen Menschen den Rücken zu, weil es jetzt endlich soweit ist bei dir, weil es möglich ist, weil du hier diese Chance bekommst, weil es endlich für dich vorangeht hier mit diesem Vertrag. Da brauchst du diesen Menschen nicht mehr, weißt du, vielleicht hat der Mensch dich ausgenutzt, ja. Dann kannst du jetzt auch auf ihn pfeifen, ja. So was habe ich hier für dich. Ich weiß nicht, ob das mit jemandem übereinstimmen wird, ob jemand in Resonanz gehen wird damit. Schreib mir das gerne in die Kommentare, ob das vielleicht hier irgendetwas mit dir war, für dich war. Also, weil das ist hier jemand nicht so ganz, ja. Nur ein bisschen dunkle Seele, ja. Okay, aber hier, das ist hier eine lichtvolle Seele. Das ist hier der Hierophant, das ist ein Geistlicher. Das könnte aber auch ein Geist sein. Also jemand, der aus einer anderen Ebene, der bei dir ist, vielleicht deine Oma, vielleicht deine Tante, ja, dein Opa. Aber ich habe hier auch die Schutzkarte und auch einen guten Rat für dich. Ich schau mal, womit rechnest du da nicht? Ha, mit einem Angebot. Oh, wow. Also ich habe das hier so, dass auf diesen höheren Ebenen, ja, auf diesen höheren Ebenen, da wurde etwas für dich vorbereitet. Und das wird jetzt runterkommen zu dir, wird dir gesandt, wird sich manifestieren in deinem Leben. Also wird sichtbar werden in deinem Leben. Das muss nicht sein, dass du dir das gewünscht hast, ja. Das meine ich nicht damit, sondern dass das einfach Realität wird für dich, weil in der anderen Ebene existiert das schon, aber nicht in dieser. Und es wurde lange vorbereitet und jetzt kommt es zu dir. Jetzt wird es dir gegeben. Ich habe hier den Pagen der Münzen und ich habe hier auch die Sonne. Schau dir das an. Fantastisch. Also kannst du wirklich hier auf diesen Menschen pfeifen, ja? Vielleicht irgendwie so eine fiese Bekannte, ja? Hier. Ein Geschenk. Du bekommst ein Geschenk. Das ist von oben. Das ist das Geschenk von oben, damit du endlich hier dein Leben genießen kannst. Damit du endlich Glück hast. Damit du endlich glücklich bist. Damit endlich das Glück in deinem Leben sichtbar wird. Du wirst ein Geschenk bekommen. Was das hier ist, das weiß ich nicht. Das kann hier alles sein, weil daneben ist die Sonne. Das kann hier wirklich für jeden etwas anderes sein. Aber du wirst dich so freuen. Du wirst die Welt umarmen. Ja? So habe ich das hier für dich.
Alle Sternzeichen, alle Planeten sind hier vertreten, alle Sternzeichen, ja. Also das könnte auch von jemandem kommen, also durch einen Menschen dir gebracht werden in dein Leben, direkt, ja, als ein Angebot, als eine Möglichkeit. Hier möchtest du das, ja, diese Münze hier, diese goldene Münze, die das Glück ist, die das Glück herstellen wird in deinem Leben. Ja, und das kann jedes Sternzeichen sein, ja, wenn das ein Mensch ist. Das kann aber auch hier ein Umstand sein, eine Situation, und dann kriegst du die Münze. Also du kannst sie haben. Sie wird dir sozusagen zu Füßen gelegt werden. Also wenn du die dann wegkickst, naja, das ist deine Entscheidung, ja. Aber ich habe das hier für dich als das riesengroße Glück mit einem Geschenk, ja. Also was Wertvolles, was für dich super Wertvolles und was auch bei dir sehr, sehr lange bleiben wird. Ansonsten würde hier die andere Sphäre, ja, sich nicht so lange Zeit damit gelassen haben, damit es perfekt ist. Das ist etwas Perfektes für dich, ja. Und du wirst vielleicht sogar das Leben auf eine andere Art und Weise dadurch erleben, ja, ja, ja. Mit der Sonne einfach ein anderes Leben, ein anderes Lebensgefühl zum Beispiel auch, ja. Das ist eine allgemeine Legung, deswegen muss ich das hier so ein bisschen ausrollen und das so aufzeigen, weil bei jedem wird es ein bisschen was anderes sein, ja. Aber das ist schon hier super, wow. 9 der Münzen. Und die 8 der Schwerter. Eine verzwickte Situation habe ich hier. Vielleicht auch sich irgendwie so befangen fühlen, gefangen fühlen. Keine Möglichkeit, sich auszuleben. Das Korsett muss ein bisschen enger geschnürt werden. Du kriegst keine Luft. Du hast eine Augenbinde. Du siehst gar nichts, ja. Und ich habe das hier so, dass du hast vielleicht auch irgendwie so ein Verbot. Vielleicht hast du dir auch selber so ein Verbot auferlegt. Weil das könnte auch von dir selber etwas Auferlegtes haben. Nee, das darf ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Nein, so nicht. Ich habe das hier so, das wird sich irgendwie ändern bei dir. Deine Einstellung, Meinung kann man, die Meinung kann sich ändern, ja. Wenn man zum Beispiel Informationen bekommt, oh, okay, das ist doch ganz anders, als ich gedacht habe, na dann geht es ja. Ja, so habe ich das hier und dir wird es sehr gut gehen dadurch, weil hier bist du wie eingesperrt und hier bist du frei in einem wundervollen Garten. Vielleicht irgendwie mit jemandem sich treffen, mit jemandem sich austauschen, keine Kommunikation, aber ich habe das hier so, dass das von dir ausgeht, ja. Irgendwie geht das von dir aus, dieses sich abgeschottet haben von irgendetwas oder von irgendjemanden und dann am Ende hast du geglaubt, dass das andersherum ist, dass das von außen gekommen ist. Aber im Endeffekt habe ich das hier so, dass es von dir gekommen ist. Und da wirst du rauskommen und hier diesen wundervollen Garten betreten. Und das kleine Glück liegt hier dabei. Also du hast hier in dieser Legung zweimal das Glück. Hier ist das große Glück, hier ist das kleine Glück mit diesem Treffen, mit diesem Geld, weil das könnte auch irgendetwas Finanzielles sein. Ja, etwas Kleines Finanzielles habe ich hier für dich. Was bis jetzt irgendwie nicht möglich war, wird dann möglich sein. Du könntest auch hier etwas alleine schaffen, alleine auf die Beine stellen. Du glaubst nicht an dich, ich schaffe das nicht, ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Und die Karten zeigen dir, dass du das schaffen kannst, ja. Du kannst es auch alleine schaffen, soll ich dir sagen, weil hier habe ich jemanden, der alleine ist auch. Du musst nicht unbedingt Single sein oder alleine sein. Um dich herum können Millionen von Menschen sein. Ja, sind ja auch auf der Erde. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier, aber du, so, das ist vielleicht irgendetwas so nur für dich, ja? Und du denkst dir, nee, es steht mir zu, nicht zu. Ich darf nicht, ich kann nicht, das geht nicht, ja? Und dann wirst du merken, oh doch, es geht doch. Ich verdiene es. Es ist meins. Ich hole es mir. Es gehört mir. Sowas habe ich hier. Der Page der Stäbe.
der nach. Ich brauche noch eine Karte. Und die zwei der Münzen. Ja, die zwei der Münzen, das ist die abgeschwächte Version von dem Narren. Du siehst es auch hier, die Pose so ein bisschen. Hier steht man mehr so auf der Erde. Ja, ist schon irgendwo angekommen und jongliert hier so mit allen Möglichkeiten, mit zwei Möglichkeiten. Und hier hast du den Narren, der jongliert hier mit allem. Ja, mit allen Sternzeichen. Also mit der ganzen Welt sozusagen jongliert er hier. Und ein Angebot plötzlich überraschend, auf einmal kommt jemand oder etwas auf dich zu und etwas wird für dich möglich werden oder etwas wird dir einfach, ja, ein Vorschlag wird dir gemacht werden. Aber das ist hier etwas Abenteuerliches, ja, das ist hier nicht so alltäglich, das ist was Besonderes habe ich hier, was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ja, und das wird dir irgendwie so an dich, zu dir kommen, an dich herangetragen werden. Denn hier, der Page trägt ja diesen Stab, also das wird zu dir getragen werden. Schnell, auf einmal, plötzlich. Sonderbar. Ich habe etwas, mit diesen Karten habe ich etwas Sonderbares, etwas vielleicht sogar Merkwürdiges, so auf den ersten Blick so. Bisschen so, was ist das? Warum? Aus heiterem Himmel, so, ja, Fragezeichen im Kopf. Oder, einfach erstaunt, ja, erstaunt, dass das so ist. Ja, und dann kannst du hier anfangen. Herauskristallisieren wird sich hier, dass du zwei Wege hast, zwei Möglichkeiten, zwei Arten und Weisen, ja, hier zwei. Aber das entsteht irgendwie aus dem Chaos, das entsteht aus nichts. Etwas wird aus nichts entstehen bei dir dadurch hier. Und das, wie gesagt, das könnte etwas Abenteuerliches sein, weil hier der Narr, der schwebt in der Luft. Ich habe hier auch Spielspaß, Freude, Lockerheit. Es ist nichts, was eine Bürde ist, sondern das könnte dein Leben bereichern. Das könnte dein Leben bunter machen, schöner machen. Aber ein kleines Risiko ist dabei, habe ich hier. Soll ich dir sagen, ein kleines Risiko ist dabei. Ich weiß nicht, was das für ein Risiko ist, aber das ist hier, weil der Narr hier so schwebt. Aber auf der anderen Seite bei den zwei der Münzen, hier, der Mann steht ja fest auf dem Boden. Aber es ist beides hier. Hier im Hintergrund ist der Mond, hier ist der Mond. Also das könnte hier etwas vielleicht auch Magisches sein. Oder am Anfang wirst du dir denken, oh, da ist Risiko dabei. Aber je mehr du dich damit beschäftigst, ja, oder je mehr du das irgendwie in dein Leben holst, dann wirst du sehen, nee, ist doch kein Risiko dabei. Es ist einfach nur so, der Ausgang ist, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ja, sowas habe ich hier für dich. Aber schlecht wird es nicht durch diese zwei Münzen. Entweder die eine oder die andere Münze. Also zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich soll dir sagen, der Ausgang ist gut. Ja, anders, aber gut. Die sechs der Schwerter. Ich darf die Orakelkarten nicht vergessen. Wo gehst du hin? Wo ziehst du um? Wo brichst du auf? Aufbruch zu neuen Ufern mit mulmigem Gefühl. Oh, weil du enttäuscht worden bist, weil du verlassen worden bist, weil du Trauer und Kummer gehabt hast und weil du denkst, es wird nichts mehr draus werden, es wird nicht mehr so wie früher, ja. Und deswegen ziehst du in die Ferne, aber ich kann dir sagen, auch wenn du dich davon entfernst, wenn du das verlässt, zu neuen Ufern aufbrichst, am neuen Ufer wirst du merken, auch wenn da am neuen Ufer alles gut für dich ist, du wirst merken, Moment, weil ein bisschen Zeit wird vergehen, ja, soll ich dir sagen, damit rechnest du jetzt nicht, dass da doch nicht alles verloren ist, vorbei ist, weil hier hinten stehen noch zwei Kelche, ja, das wirst du dann sehen, soll ich dir jetzt ganz schnell so sagen.
Okay, und jetzt noch eine Orakelkarte. Die Unschuld. Die Unschuld. Also etwas Unschuldiges. Etwas Unschuldiges. Unschuldig sein. Jemand ist unschuldig. Ja, vielleicht auch, wenn du zum Beispiel mit jemandem jetzt zusammen bist. Oder es bahnt sich so an, dieses Zusammensein. Ja, ich habe das hier, dass das sehr unschuldig ist. Ja, reine Gefühle. Das ist so diese Kindlichkeit, kindliche Freude. Vielleicht kommt irgendetwas Kindliches in dein Leben, was Unschuldiges kommt in dein Leben und möchte bei dir bleiben. Ja, vielleicht auch ein Tier, eine kleine Katze, ein kleiner Hund, ein kleines Kaninchen. Ja, ich habe das hier so, dass du dich dann um etwas kümmern kannst, wenn du möchtest. Ganz zum Schluss. Sehr süß. Und jetzt bin ich am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du zu mir gefunden hast. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir einen Kommentar. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für dein Sein. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.